Welche Sau treiben wir denn heute durchs Dorf, hat man sich an der Wall Street gedacht. Und nachdem diese ganze Krypto-Geschichte so ein bisschen abgekühlt ist nach dem Abverkauf und der nicht so wirklich überzeugende Erholung bei den Kryptowährungen, hat man sich erinnert, Mensch, da gab es doch mal was, da gab es doch eine GameStop, eine AMC. Und bums, hier wurde massiv nach oben gekauft, eine Junk-Rally vom Feinsten. Fundamental so hervorragend aufgestellte Werte wie GameStop, ein Unternehmen, das stationäre Läden im Videobereich hat, großartige Geschäftsidee, jetzt will man sogar ins Internet gehen. Also wenn da nicht die Zukunft verborgen liegt, dann weiß ich nicht wo. Und dann sehen wir also, dass sich die Meute dann hier drauf stürzt. Der Wall Street Bets ist wieder da. Nachdem vorher es lange ruhig war um Wall Street Bets, haben wir jetzt wieder gesehen, es geht ab. Und hier sehen wir mal, was da am meisten gelaufen ist. Grün ist positives Sentiment. Rot ist negatives Sentiment und blau ist das Volumen der Kommentare und wir sehen GameStop und AMC mit Abstand vorne. Dann folgte Tesla mit weitem Abstand, aber diese beiden Aktien waren es, die hier Furore gemacht haben und ein paar andere Schrottwerte auch, aber sei es drum, man braucht ja Beschäftigung. Das Volumen super dünn, wir hatten gestern im Spider 43 Millionen Kontrakte, die umgesetzt wurden. Das bisherige Tief am 5. Mai waren 39 Millionen. Durchschnitt ist so 80, 85 bis 100. Also wir haben etwa die Hälfte des normalen Volumens gestern gesehen. Praktisch, naja, per Handschlag jeder, der irgendwie sich da engagiert, mal begrüßt worden. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wenigstens irgendwer da ist. Es ist so ein bisschen Lull und Lall in dieser Frühlingszeit. Da braucht man dann eine Sau, die man durchs Dorf treiben kann. Hier sehen wir mal dann die Konsequenzen. Wir sehen unten diese Seitwärtsbewegung der Indizes S&P, Dow Jones und Nasdaq, nicht wirklich viel passiert und das Ding, das da nach oben explodiert, das ist der Russell 2000 Small Caps, also der Index, in dem solche Werte wie GameStop und AMC eben enthalten sind, großartige fundamentale Basis. Im Russell 2000 etwa 40% der Unternehmen machen Verluste, das rechtfertigt natürlich jeden Kursanstieg und siehe da, wir haben gestern einerseits die Most Shorted Stocks gesehen, also die meisten geschorteten Aktien, die wieder deutlich gestiegen sind und vor allem diese Wall Street Bets Short Squeeze Basket von Goldman Sachs, der also praktisch ein Index, ein Basket, ein Korb, der jene Aktien wie AMC, GameStop umfasst, bei denen es relativ hohe Short-Volumina gibt. Warum gibt es diese hohen Short-Volumina, vor allem von Hedgefonds? Weil es eben fundamentaler Dreck ist. Aber das heißt nicht, dass eben hier durchaus heftige Gefahren lauern, wenn man Dreck shortet, wenn eben eine ausreichend große Masse dagegen hält und die Geschichte nach oben pumpt, dann kann man da durchaus herbe Verluste erleiden. Also das erzählt so ein bisschen die Geschichte. Krypto hat so ein bisschen ein Loch hinterlassen, der Hype um Bitcoin und Co. Also muss man jetzt wieder Säue durchs Dorf treiben, die man schon mal durchs Dorf getrieben hat. Wenn wir uns insgesamt die Dinge anschauen, Dow Jones praktisch nicht verändert, S&P 0,19%. Nasdaq ein bisschen höher, aber vor allem Small Caps 2,13%. Wenn wir uns die Sektoren im S&P 500 anschauen, sehen wir keinen Sektor über 1% im Plus oder im Minus. Das zeigt so diesen Lull und Lall. Wir sehen, Energy ist relativ stark gewesen, Consumer Discretionary und unten Consumer Staples und Healthcare, also zwei defensive Sektoren, die nicht wirklich gelaufen sind. Technology mit 0,0. Hier sehen wir mal den S&P 500 in einer längerfristigen Beobachtung. Da sehen wir, wir haben diese obere Trendlinie schon im März durchbrochen, sind dann noch weiter gelaufen, versuchen jetzt wahrscheinlich an diese obere Kante der Trendlinie ranzukommen. Das würde bedeuten, dass wir vielleicht ganz knapp nochmal ein neues Allzeithoch sehen. Das Allzeithoch bisher war ja 4240. Aktuell sind wir so um und bei 50 Punktchen drunter. Also das kann durchaus sein, dass wir da nochmal ranlaufen, auch wenn die Dinge natürlich schon ein bisschen elevated sind, ein bisschen, naja, überspannt sind. Gleichwohl sind viele Vermögensverwalter nicht drin. Es gibt ja diesen NAIIM-Index, der also praktisch zeigt, wie viele Vermögensverwalter sind, mit wie viel ihres Portfolios oder mit wie viel ihrer Möglichkeiten investiert und die Investitionsquote ist gar nicht so hoch. Und jetzt mal, weil viele wieder sagen, ja, wo ist denn der bullische Fugmann? Da ist er, meine Damen und Herren, und zwar mit voller Wucht. Es gibt einen Indikator, nämlich wenn der S&P 500 nach den ersten 100 Handelstagen
deutlich im Plus ist, nämlich mehr als 10%. Und wir hatten gestern den 100. Handelstag, meine Damen und Herren. Dann haben wir eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das Gesamtjahr positiv ist und dass es dann sogar auch positiv weitergeht nach diesen 100 Tagen. Insgesamt die Wahrscheinlichkeit 84%, dass das Jahr positiv endet und der durchschnittliche weitere Zugewinn der Aktienmärkte beträgt durchschnittlich 8,6%. Das ist so bullisch, dass man sich schon dran drin suhlen kann. Hier sehen wir mal diese Statistik hier in den Jahren, beginnend mit 1950, wann eben hier die Returns, also die ersten 100 Tage zweistellig im Plus waren, und man sieht, da ist bis auf 3 Jahre ist es dann immer positiv geendet, oder sind diese Jahre positiv geendet mit einer überragenden Wahrscheinlichkeit. Klar, das ist so wie im Fußball, wenn einer 2 oder 3-0 führt, eben praktisch ein zweistelliger Zugewinn schon seit Jahresbeginn, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Spiel gewinnt, eben schlichtweg höher. Aber es ist eben auch entscheidend, dass dann das Restjahr in der Regel nochmal einen Zugewinn von 8,4% durchschnittlich bringt. Das ist so bullisch, dass es schon praktisch fast zu bullisch ist, meine Damen und Herren. Und wer ermöglicht diese bullische Haltung? Die Fed. Gestern hat sich Quarles geäußert, der gesagt hat, ja Mensch, wir haben noch doch erhebliche Nachholbedarfe, was substanziellen Fortschritt betrifft. Substanzieller Fortschritt, großartiges Wort. Hier gerade am Arbeitsmarkt, da sei noch viel substanzieller Fortschritt zu machen. Wir haben übrigens noch nicht definiert, was substanzieller Fortschritt ist, wie Quarles dann sagte. Also das bringt so die ganze Idiotie auf den Punkt. Ich kann doch nicht über etwas sprechen, was ich überhaupt nicht definiert habe. Was ist denn substanzieller Fortschritt? Und dann gibt Quarles zu, ja, wir haben noch gar nicht definiert, was substanzieller Fortschritt ist. Aber erst dann, wenn wir substanziellen Fortschritt erreichen, dann werden wir die Geldpolitik ändern. Das ist so idiotisch, dass es echt schon wehtut. Jetzt hat gestern Madame Yellen gesagt, Finanzministerin, ehemalige FED-Chefin, ja, wir müssen die Inequality, die Ungleichheit, die müssen wir lösen. Dafür müssen wir viel Geld durch fiskalischen Stimulus in die Hand nehmen. Aha, jetzt ist der ein oder andere geneigt zu sagen, woher kommt denn diese Ungleichheit, diese Inequality, eben durch die Politik der Fed, die es den Besitzenden, den Vermögenden gibt, indem sie die Assetpreise wie Aktien, Immobilien etc. nach oben pumpt und damit eben diese Ungleichheit stärkt. Und jetzt lautet praktisch dieser Vorschlag von Janet Yellen, wir haben die Ungleichheit erschaffen und jetzt müssen wir mit Steuergeldern gegen diese Ungleichheit angehen. Das ist so absurd, dass es auch schon wieder wehtut, aber es ist eben so, dass an den Märkten Humor und Satire wahrscheinlich zum Standardprogramm gehört. Man kann es nicht anders sagen. Hier ein Artikel von Stephen Roach, extrem anerkannter Ökonom, bei Project Syndicate, der gesagt hat, also wir sind jetzt mit den Zinsen mehr als 2,5% unter den Verbraucherpreisen. Gleichwohl bringt die Fed 120 Milliarden Dollar pro Monat wieder in die Märkte durch ihr QE, und das angesichts des größten Stimuluses nach dem Zweiten Weltkrieg und einem Post-Pandemie-Boom, den wir sehen. Dass das sozusagen überschießt, ist völlig klar, dass da die Dinge aus dem Ruder laufen. Es ist völlig klar. Wir sehen hier übrigens Arthur Burns unten im Bild. Der war FED-Chef von 1970 bis 1978, also in der Ära Nixon vor allem, der die Inflation nicht in den Griff bekam. Es gab ja dann die Ölkrise. Inflation ist massiv gestiegen. Burns hat nicht so wirklich dagegen gehalten, konnte sich gegen Nixon nicht so wirklich durchsetzen. 1978 kam er dann, Paul Volcker, der eine völlig andere Politik gemacht hat und eben diese Inflation besiegt hat durch vor allem Verknappung der Geldmenge und Anhebung der Zinsen. Aber wir sind jetzt sozusagen mit Jerome Powell, dessen Zukunft ja ungewiss ist, wird der FED-Chef bleiben, in einer ähnlichen Situation wie damals mit Arthur Burns. Die Medien sprechen mehr und mehr davon, dass die Fed hier überdreht, etwa ein Artikel bei Bloomberg, da wirft man der Fed vor, sie hätte so einen Taper Tantrum Paranoia. 2013 gab es ja diese Sorgen an den Märkten, diese Unruhe an den Märkten, als Ben Bernanke angekündigt hatte, oh, wir werden die Anleihekäufe zurückfahren bis null. Das ist das sogenannte Tapering, reduzieren also diese Anleihekäufe. Und jetzt hat die Fed Angst vor ihrer eigenen Angst, dass sie eben diesen Ausstieg aus der Geldpolitik,
aus dieser ultralaxen Geldpolitik angesichts eines ökonomischen Booms, angesichts eines massiven Stimulus, wie er vielleicht noch nie da gewesen ist, in dem Volumen sowieso noch nie da gewesen ist. Jetzt hat sie Angst, ihre Geldpolitik da ein bisschen zu straffen, aus eben der Erfahrung aus 2013, und riskiert lieber ein totales Überschießen der Dinge. Das ist offensichtlich. Und wie offensichtlich, das sehen wir hier. Wir sehen die Overnight Reverse Repurchase Facilities, also das, was die Banken über Nacht bei der Fed an excessive liquidity, an exzessiver Liquidität, an überschüssiger Liquidität parken. Gestern ein neuer Rekord mit 450,3 Milliarden Dollar. Der bisherige Rekord war bei 433 kürzlich. Damit sind wir jetzt praktisch auf dem Niveau von 2016. Da waren wir einmal, und erinnern wir uns, 2019, da hatten wir ja mal diese massiven Verspannungen am Repo-Markt. Die haben wir jetzt im Grunde auch, nur spricht kaum einer drüber. Wohin mit dieser ganzen Liquidität? Das ist die Frage, die sich die Banken stellen. Die parken das Geld bei der Fed für 0%. Hier sehen wir die Auswirkungen dieser Liquidität. US Equity Market Cap to GDP, also die Marktkapitalisierung in Relation zum BIP, jetzt bei 2, nämlich beim Wilshire 5000. Das ist praktisch der gesamte Aktienmarkt der USA, könnte man sagen. Alle 5000 Aktien, die um und bei 5000 Aktien, die in den USA gehandelt werden. Aber auch was die weltweite Marktkapitalisierung betrifft, sieht es nicht so viel anders aus. Da sind wir bei 115 Billionen, also aller Aktienmärkte weltweit. Wir sehen hier diese kleine Steigerung. Also entweder ist es so, dass die Dinge immer wertvoller werden, geheimnisvollerweise, oder wir haben irgendwie doch eine Geldentwertung. Diese Frage müssen Sie vielleicht beantworten. Und jetzt haben wir so ein bisschen den Rückgang der Rohstoffpreise, beziehungsweise diese Rallye scheint auch vorbei, so ein bisschen nach den Aussagen von China hier durchaus, die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Aber wir haben ja noch die USA, und hier hat ja Amazon jetzt den Mindestlohn angehoben, faktisch mit diesen 17 Dollar, die Amazon jetzt pro Stunde bezahlt, einen neuen Mindestlohn adaptiert in den USA, denn da müssen andere mit oder sie sind nicht mehr konkurrenzfähig. Hier sagt einer zum Beispiel, ja, wenn ich bei Amazon arbeite für 17 Dollar, warum soll ich dann als Koch in einer heißen, stinkenden Küche unter schweren Arbeitsbedingungen arbeiten, dann gebe ich doch lieber zu Amazon. Und das definiert sozusagen diese Lohnsteigerungsdynamik, die jetzt in den USA kommt. Und das wäre dann der Baustein letztendlich zu Inflation, nachdem wir schon hohe Rohstoffpreise gesehen haben, die Inputkosten der Firmen extrem steigen, diese Bottlenecks, diese Flaschenhälse sehen, die Lieferengpässe sehen. Derzeit, ja, von Krypto ist wenig die Rede, dann kommt jetzt Carl Icahn um die Ecke. Auch ein bekannter Investor. Ah, ich könnte vielleicht ganz groß in Kryptowährungen einsteigen. Und es ist natürlich super nett, dass Carl Icahn uns das so erzählt, damit alle vorher noch einsteigen können, bevor er kauft. Also das ist mal wieder so typisch Wall Street. Da wird etwas posaunt. Wahrscheinlich ist er schon drin und ist vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt eingestiegen. Bitcoin bei 64.000 Dollar im Hoch, knapp 65.000 jetzt. Um und bei 38, wie ich zuletzt gesehen habe. Vielleicht muss er jetzt die ganze Geschichte nach oben reden. Die Wall Street-Jungs, die sind da schon ziemlich abgekocht und nicht so wirklich ehrlich, hat man das Gefühl. Vielleicht ein kleines Warnsignal in all diesen bullischen Szenarien, meine Damen und Herren, ist das Verhältnis Lumber zu Gold, also Bauholz zu Gold. Hier sehen wir, da geht es weiter bergab. Nach wie vor ist da dieses Deleveraging, diese Enthebelung vielleicht nicht, noch nicht zu Ende, wie Michael Gaillard hier zeigt. Lumber zu Gold ist sozusagen ein Proxy für Risikobereitschaft. Lumber, Bauholz, Gold, sicherer Hafen. Praktisch Nachfrage nach Bauten, nach Häusern in Relation zu eher Flucht in den sicheren Hafen. Hier sehen wir, nach diesem massiven Anstieg ging es doch deutlich nach unten. Wir sehen auch beim Dow Jones Transports Index, also den Transportwerten, dass die Bäume da nicht mehr in den Himmel wachsen. Die sind so ein bisschen der Frühindikator nach der Dow-Theorie. Gestern der 125. Geburtstag des Dow Jones, die vielleicht zeigen, dass wir auch ökonomisch das Beste schon hinter uns haben. Aber jetzt kommt eben so diese Echoblasen, AMC, GameStop, vorher Krypto. Wer weiß, was noch die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, die dann begrüßen soll. Warum? Die Dinge natürlich total bullisch sind, und sie sind, meine Damen und Herren, total bullisch. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Donnerstag und sage Ihnen Servus und Ciao.